Guten Tag, Frau Overbeck. Guten Tag. Ein Paket für Sie. Ah, vielen Dank. Tschüss. Mama, wer war's denn? Der Postbote, es kam ein Paket für mich. Was ist denn da drin? Ich mache es gleich mal auf. Das ist meine neue Pfanne. Ich habe mir eine neue gekauft, weil bei der alten die Beschichtung abging. So, die neue werde ich zuerst einmal spülen und die alte Pfanne kann ich jetzt entsorgen. Oh, das ist doch schade. Die Pfanne sieht doch nur schön aus. Zum Kochen kann ich sie nicht mehr verwenden. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr sie zum Spielen haben. Da könnt ihr im Garten damit kochen. Oh ja, sollen wir rausgehen und kochen spielen? Prima Idee. Alex. Mia, dir muss ich erstmal eine frische Windel machen. Komm, wir gehen jetzt ins Bad. Nachher kannst du auch mitspielen. Toll, so eine große Pfanne. Machen wir eine Gemüsepfanne? Ich gehe mal Zutaten sammeln. Das sieht gut aus. Das nehme ich als Lauch. Hier? Danke. Das muss ich noch klein hacken. Oh je, Mia. Ich muss dich baden. Die Windel ist schon ausgelaufen. Ja, du musst kurz in die Babybadewanne. Oh, der Pilz sieht aber schön aus. Pilze können wir doch auch kochen. Das gibt eine richtig schöne Gemüsepfanne. Mama, du musst mal schauen, was wir Leckeres gekocht haben. Ich kann leider gerade nicht. Ich muss schnell Mia baden. Wir spielen jetzt nicht mehr draußen. Okay, dann wascht euch noch die Hände. Und wir sind hier auch gleich fertig, Mia. Jetzt bist du wieder sauber. Komm, Paul, wir spielen im Kinderzimmer. Hallo zusammen, ich bin wieder da. Hallo Martin, ich bin im Bad. Ah, hallo ihr zwei. Alles klar bei euch? Ja, bei dir auch? Alles bestens, hab nur ein bisschen Hunger. Ich muss nur noch schnell Mia wieder anziehen. Dann koche ich gleich Abendessen. Kein Problem, ich ziehe mich schnell um. Hallo Jungs. Hallo Papa. Ah, da hat Sarah ja schon etwas vorbereitet. Ich habe schon einen Bärenhunger. Ich fange schon mal mit Kochen an. Dann geht es schneller. Ich probiere schon mal ein bisschen. Schmeckt irgendwie seltsam. Vielleicht müssen noch ein paar Gewürze dran. So, wir sind wieder da. Was hast du denn da zum Essen vorbereitet? Ich habe noch gar nichts vorbereitet. Ach das? Das haben die Jungs im Garten gekocht. Was? Martin, was ist mit dir los? Du wirst ja ganz grün im Gesicht. Mir wird übel und schwindelig. Du meine Güte, du hast davon gegessen? Boah, ist mir schlecht. Jungs, sagt mir mal bitte ganz schnell, was für Pflanzen ihr da in die Pfanne getan habt. Warum? Kommt, zeigt mir das mal im Garten. Das hab ich gepflückt. Okay. Und da hab ich einen Pilz genommen. Einen Pilz? Oh nein! Ich hab euch doch immer gesagt, ihr sollt Pilze nicht anfassen. Habt ihr etwa auch davon gegessen? Nein. Oh, zum Glück. Und ihr habt vorher gut die Hände gewaschen? Mit Seife? Ja. Alles klar. Jetzt bringen wir ganz schnell Papa ins Krankenhaus. Martin, ich bring dich jetzt ins Krankenhaus. Du hast wahrscheinlich eine Pilzvergiftung. Was? Pilzvergiftung? Kommen Sie schnell mit, Herr Overbeck. Schauen Sie, ich habe den Pilz extra mitgebracht. Ah, das ist sehr gut. Vielen Dank. Nee, ich wollte das doch nicht. Ich auch nicht. Hoffentlich wird Papa wieder gesund. Da drüben gibt es ein Wartezimmer. Ja, danke. Dann gehen wir mal dorthin. Dass der Papa euer Essen aber auch für eine echte Gemüsepfanne gehalten hat. Hoffentlich geht es ihm bald wieder gut. Ja, Mama, wir wollten das doch nicht. Ihr könnt nichts dafür. Aber in Zukunft lasst ihr Pilze lieber stehen. Ich hoffe nur, dass Papa wieder gesund wird. Ich kann Sie beruhigen. Dieser Pilz war zum Glück nur schwachgiftig. Ihr Mann wird keinen Schaden davon tragen. Oh, da sind wir sehr froh.
Bei Pilzvergiftung kann man sagen, je schneller die Symptome auftreten, umso weniger schlimm. Gefährlich wird es dann, wenn die Vergiftungserscheinungen erst Tage nach dem Verzehr auftreten. Dann kann es lebensbedrohlich werden. Puh, da hat der Papa ja echt nochmal Glück gehabt, dass die Pilze nicht sehr giftig waren. Können wir gleich zu ihm? Ja, kommen Sie bitte mit. Hallo. Hallo. Hallo zusammen. Entschuldigung, Papa, es tut uns sehr leid. Schon gut, Jungs. Ich bin doch selbst schuld. Ich hätte ja auch erkennen müssen, dass das eure Gemüsepfanne war. Wie geht es dir? Schon besser, aber mir war noch nie so schlecht. Das kann ich euch sagen. Zum Glück wird alles wieder gut. Ja, ich muss aber noch zur Beobachtung hier bleiben. Bis auf Weiteres möchte ich keinen Pilz mehr sehen. Außer natürlich die auf euren Pullis. Wir hoffen, euch hat unsere Geschichte gefallen. Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr hier gleich noch eine andere Geschichte von uns anschauen. Ich habe hier 3 Videos für euch zur Auswahl. Da könnt ihr einfach draufklicken und gleich weiterschauen. Bis bald. Tschüss.